Erzähl mal, wie das mit den Funkgeräten funktioniert. Ich stelle dich gerade noch ein bisschen scharf. Beim Videodreh im Gerätehaus der Feuerwehr Illingen. Thema Funktionen im Einsatzleitwagen. Ich kann mir das jeweilige Funkgerät hier auf meinem Schaltpult instellen. Mein Gegenüber hat die gleiche Funktion. Sandra erklärt, Mario produziert. In dieser Kombination sind schon Dutzende Kurzerklärvideos für die Ausbildung der Wehr entstanden. Nutzen muss Funke. Am Anfang war es natürlich unfassbar viel Zeitaufwand, den wir Betrieb haben, weil die Plattform war leer. Man hat Ideen gesammelt, was könnte man abfilmen, was könnte man präsentieren. Am Anfang ist sehr viel Zeit investiert worden. Und jetzt aktuell treffen wir uns eigentlich alle 2-3 Wochen, holen uns ein neues Thema vor, tun uns abfilmen, tun uns online, also schneide online stelle. Ein Blick zurück, Frühjahr 2021. Die Idee ist in der Corona-Pandemie entstanden. Die Feuerwehren durften nicht mehr zusammenkommen und üben. Doch die Gemeinschaft sollte nicht leiden. Die digital affinen Feuerwehrleute brachten Livestreams und eine Online-Plattform an den Start. Die Ausbildung in Illingen seitdem auch digital. Gerade während Corona war diese Plattform für uns unheimlich wichtig. Wir haben die Kameradschaft können über diese Plattform pflegen. Auch über diese Videos und über diese Chats, die im Hintergrund gelaufen sind, haben wir unsere Kameraden zusammengehalten. Wir konnten sogar Karteileichen reaktivieren und konnten einiges an Zuspruch von jüngeren Kameraden gewinnen. Auch im St. Wendeler Stadtteil Bliesen hat man den digitalen Weg eingeschlagen, und zwar mit Kindern. Die Jugendwehr scannt mit ihren Handys den QR-Code zur Übungsplattform. Dort finden sie Lerninhalte, zum Beispiel zu wichtigen Knoten für den Einsatz. Jetzt haben sie nicht nur noch einmal pro Woche die Möglichkeit, etwas zu lernen, sondern immer. Und das gefällt ihnen. Wenn man alles an einem Platz hat und auch nicht so viel Platz wegnimmt. Man kann halt einfach, wenn man jetzt mal kurz dafür Zeit hat, auf seinem Handy nachschauen. Also ich finde, dass das relativ gut erklärt ist und man es auch verstehen kann, selbst wenn man noch nicht so lange dabei ist. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich dadurch besser werde. Mehr als ein halbes Jahr Arbeit steckt in den 120 Seiten. Die beiden Gruppenleiter Björn Seffrin und Tobias Horrers haben sich an das Großprojekt gewagt. Davor gab es nur mündliches Wissen und kein echtes Management. Alle Fotos und Grafiken selbst gemacht. Und die digitalen Dokumente haben noch einen Vorteil. Durch das, wo diese Unterlage nie fertig ist, also die lebt, wir sind immer weiter am Optimieren, noch dazu machen und so, der digitalen Form, dann ist das, wenn die den aufrufen, den QR-Code, die Unterlagen, sind die immer auf dem aktuellen Stand. Und wir müssen jetzt hier hingehen, dann irgendwelche Unterlagen schauen, sind da die Blätter dann zusätzlich abgeheftet worden. Und ich kenne es noch aus meiner Jugend, also wenn ich sowas gemacht habe, dann sind irgendwelche Blätter rumgeflogen. Und das wollten wir hiermit vermeiden. Zurück in Illingen. Mit ihrer Plattform Feures konnte die Wehr ihre Abläufe optimieren. Dafür gab es vom Innenministerium im Sommer den Feuerwehr-Award. Das Preisgeld 2000 Euro. Jetzt haben andere Wehren eine Anleitung, wie sie selbst ein solches System etablieren können. Denn einfach das in Illingen bestehende landesweit auszubauen, funktioniert so laut Landesbrandinspekteur nicht. Jede Kommune ist für ihre Ausbildung, für den Einsatzdienst selbst verantwortlich. Und deswegen versuchen wir mit dem Projekt Illingen, mit dem Award-Gewinn, dafür Werbung zu machen, sich ähnlich aufzustellen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch im Land über den Landesfeuerwehrverband dahingehend dran, so eine Feuerwehr-App zu erstellen für das ganze Saarland. Und über so eine App habe ich natürlich die Möglichkeit, nachher schon einiges, sage ich mal, zentral und einheitlich über eine Plattform hochzuladen. In Illingen spürt man bereits die Auswirkungen der aufwendigen Bemühungen im Digitalen. Mehr Interesse für die Feuerwehr allgemein und sogar neue Mitglieder. Über 70% nutzen die Plattform. Die neu gewonnene Flexibilität macht vor allem den jüngeren Mitgliedern mehr Spaß. Stichwort Work-Life-Balance. Wir können mittlerweile unsere Kameraden können wir an den Stellen abholen, wo sie Zeit haben, für sich Lerninhalte zu erarbeiten. Unter anderem wird auch das Ehrenamt dadurch attraktiver, da wir quasi die jungen Generationen mit dieser Digitalisierung auch noch mal mehr in diese handwerkliche Schiene reinlocken können. Digitalisierung ist das Must-Have in der heutigen Zeit. Und nur reines Handwerk ist oft ein bisschen abschreckend für die jüngeren Kameradinnen und Kameraden. Bei der Jugend selbes Phänomen. Deshalb will die saarländische Jugendwehr die Bliesener Inhalte nun als Basis für eine landesweite App nutzen und weiter ausbauen. Ziel wäre es eigentlich, dass das Ganze, wenn es dann interaktiv ist, dass es dann zu den Lerninhalten dann auch am Schluss so eine Art Rätsel gibt, Fragen etc. im Multiple-Choice-Verfahren,
wo wir Betreuer sehen können. Wie ist hier nochmal der Ausbildungsstand? Hat sich hier noch was verbessert? Aber auch, dass es dann für die Kinder noch einmal spielerischer wird, weil gerade dieser Spannungseffekt, okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Passt das alles? Das wäre noch so der nächste Optimierungsschritt dann. Ganz so weit ist man bei den Aktiven noch nicht. Die Feuerwehrkameraden in Illingen verlassen sich nicht auf die Pläne vom Landesverband. Sie produzieren weiter ihre Inhalte. Die Praxis aber ersetzt es weiterhin nicht.